Es begann weit weg von uns, irgendwo in China. Irgendein Virus in irgendeiner Großstadt hat irgendwelche Menschen krank gemacht. Wochen vergingen, es wurden immer mehr und damit gingen die ersten Toten einher. Doch das war immer noch weit weg von uns, irgendwo um China. Irgendwann hat es auch uns erreicht, unsere Festung Europa. Erst Frankreich, Italien, dann Österreich. Die Menschen durften nicht mehr raus. Als es auch die ersten Fälle gab, hier bei uns in Deutschland, da wurde ganz schnell reagiert und gesagt, wir stufen die Gefahr für uns als mäßig ein. Danach gab's Fußballspiele ohne Fans, Schulen ohne Schüler, Kitas ohne Kinder. Um das Virus einzudämmen, blieb man lieber zu Haus. Desinfektionszeug oft geklaut, Reis und Nudeln hat ausverkauft. Menschen stehen Schlange für Klopapier, Konserven und Mehl. Worüber reden wir hier? Worüber reden wir hier? Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Doch ich habe kein Corona. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Noch habe ich kein Corona. All die Nachrichten verschwimmen. Was darf ich glauben? Was soll ich nicht ernst nehmen? Ich weiß nicht mehr wohin. Wegen Corona. Ich hab so viel gesehen. So viel ist geschehen, aber sowas wie heute kannte ich nur aus dem Kino. Geh krank nicht zur Arbeit, nies nicht in die Hand, hat man uns schon immer gesagt. Doch wieder mal wissen es alle besser und leiten so unser Ende ein. Gebe nicht dir die Schuld daran, natürlich weiß ich, du bist da anders. Doch irgendwo kommt es nun mal her. Irgendwo kommt es nun mal her. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Ich habe Corona. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Es heißt, ich hab Corona. All die Nachrichten verschwimmen. Was darf ich glauben? Was soll ich nicht ernst nehmen? Ich weiß nicht mehr wohin. Wegen Corona. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne.
Nein, ich hab Corona. Ich schreibe diesen Song aus Quarantäne. Nun hab auch ich Corona. All die Nachrichten verschwinden. Was darf ich glauben? Was soll ich nicht ernst nehmen? Ich weiß nicht mehr wohin. Wegen Corona.